Oioioi. Oi. Wir sind wieder zurück in Megaton. Wir machen bei Moira weiter. Sie ist sicher happy, dass wir mal mit Nuka super duper. Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super Duper Mart? So schreibt man das. Ja, ja. Das haben wir endlich mal fertig gemacht. Tatsächlich? Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich bin auf Raiders und hat einen Roboter gestoßen. Sicher war das nicht gerade. Gab eine tolle Party mit Raiders. Bis ein Wachroboter auf der Torte hüpfte. Das ist besser. Nun ja, solange es Sie nicht gestört hat, Sie mögen doch Überraschungen, oder? Den Robotern gefällt sowas sicher nicht so sehr. Die stehen eher auf Logik. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke besser schmecken. Lege ein Bissen und Lebensmitteldesinfizierer. Okay, er ist einfach aktiv, passt. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte. Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich habe ein bisschen Angst vor der Mission. Dafür, den Minen auszuweichen, belohne ich Sie sinnigerweise mit Sprengstoff. Und zwar mit Splittergranaten, von denen ich neulich viele reinbekam. Wenn Sie mir auch was zum Untersuchen mitbringen, kann ich Modifikationen für Sie vornehmen. Es geht doch nichts über das Herumfummeln an Minen. Keine Sorge, da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Ja. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Nein. Haben Sie diese Androidenaufnahme schon gehört? Die Stimme klingt wie die eines ganz normalen Menschen. Hier ist eine Kopie. Sicher nur ein Bluff. Ich schätze, viele haben diese Bänder bekommen. Besonders technikbegeisterte Leute wie ich. Ach, zu schade, dass es diese Androiden nicht gibt. Ja, leider. Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun. Was haben wir hier? Okay, ja. Na klar doch. Hat sie Geld? Sie hat Geld. Habe ich was zum Verkaufen, ist ja die Frage. Kampfmesser. So viele Spitaminen und Granaten noch. Ameisen. Nehmen Sie. Der hat sieben. Das ist so schwer. Neutronenbombe. Da nehmen. Ich werde keinen Fettball benutzen übrigens. Der schreit nach Selbstmord jedes Mal, wenn man den in die Hand nimmt. Gute Jagd. Bis dann. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Rösti. Was braucht diese Rösti? Motorrad zünden. Okay. Ich habe leider noch nicht viel. Ich will recorden, was Sache. Ist das Walter? Hey, der Mann, den ich brauche. Was denn? Na sicher, wenn ich Teile kaufe. In Ordnung. Und Erfahrung gibt es auch. Wieder an die Arbeit. Oh, Altmetall, das Beste. Aufgaben. Brian, nein. Weltkarte, wo willst du, dass ich hingehe? Oh, ich hasse diese Mission. Die ist so gefährlich. Oasis, oh, hier oben ist Oasis. Commons, das ist alles, das ist Deathclaw-Gebiet hier. Was haben wir hier? Last Gas, Raststation 5 Anchors, Scalar Bridge, Fort Bannister. Warum klingt das nach Gefahr?
Tattoo war da was, was mich interessiert hat noch. Da war eine Höhle. Da schauen wir rein. Sie gibt uns später eine Mylurk-Quest, wo man im Vorhinein, glaube ich, die Mylurk schon killen kann und dann die Stealth-Punkte trotzdem kriegt, weil sie schon tot sind. Und man nicht mit den Stealth-Boys sich durchschleichen muss. Das heißt, irgendwann muss ich Mylurks vorher killen, bevor ich die Quest annehmen kann. Und die kommt, glaube ich, danach. Schauen wir mal, was hier drin rumlungert. Radioaktivität. Und das lungert hier rum. Okay. Könnte am richtigen Ort sein. Besser wäre eine Kampfrüstung drauf. Schauen wir mal, was hier drinnen gibt. Oh, Gude. Das ist nicht das Schlimmste, oder? Ja, mit Cherry komm mit uns. Ja. Es ist gut, wieder im Spiel zu sein. Kommt dunkel hier drin. Ein fetter Ghoul sogar. Sehr schön, sehr schön. Wir haben alle beide drei Thronkörper gehabt. Anscheinend wird da nicht mehr bezahlt bei Hubris Comics. Was haben wir für... Das reicht doch, oder? Warum sind meine Augen so im Eimer? Zu viel arbeiten, zu wenig zocken, deswegen. Arbeiten ist ganz schlecht für die Augen, zocken hingegen. Verdammt, Dampfanzeigen. Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Sorry. Ich besorgte bald eine neue. Und mehr elektrische Leiter zum Tragen. Dienstbuch der Elektronik. Da haben wir wieder Zündflammen. Könnten wir irgendwann ein Rösting machen. Was wollte ich jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendwas wollte ich mehr ausrüsten. Stealth, oder? Verdammt dunkel hier drin. Wir holen uns den Sneak ab. Das war's mit Sneak. Oh boy. Sie mich verarschen. Nice. Der war besser bezahlt. Was zur... Bin ich da in irgendwas reingetreten? Ja, cool Gehirn. Sorry, Bro. Okay, wollen die Nachbarn etwa wieder? Hier gibt es ein bisschen gute Muni. Oh, was war das? Verdammt, ich habe genau die Dächer reingekickt. Stealth Boy wichtig. Für den Maler Quest bitte auch. Stimpak. Warum ist Stimpak Boy? Stimpak Boy. Meine hohe Stimme funktioniert heute nicht. Wo
wurde merkt, ich bei der Arbeit nachschauen, wo es legendäre Waffen in diesem Spiel gibt, weil ich nur noch die Kampfschrotflinte in Erinnerung habe. Das war das andere. Zur Hölle, ja. Ich hab das wirklich vermisst. Oh. Die sind sehr easy. Und Lincolns Repeater weiß ich, wo die sind. Und das ist so ziemlich alles. Okay. Nichts Cooles hier. Sonst habe ich nicht mehr viel in Erinnerung. Koffer. Wo ist die Zombie-Waffe? Der Typ hat einfach uns hinübergeschossen. Andere hier. Ja. Okay. Ja, das gibt doch Gas in diesem Spiel, hat mich doch nicht falsch erinnert. Das ist, wenn dann nicht so tödlich. Dieser Ort ist aufgebaut wie ein Labyrinth. Mal schauen, was es hier drinnen so gibt. Wahrscheinlich ist es nur ein Tunnel, der irgendwo anders hin. Ja. Ja, ist das. Oh, du schreckst mich. Warum sehe ich da so viele Leute auf meiner Karte? Ich kann gleich eine Granate bereit machen. Das schaut nach einem Haufen Ghoulen aus. Der Sturmgewehr. Ich brauche nur zwei Schläge. Ein wenig aus der Schläge. Okay, Kampfflinte. Und wo kommen die? Oh. Ich habe schon lange niemanden mehr umgelegt. Ja, ja. Das gibt's bei uns ja gar nicht, schon lange jemanden angelegt. Gute Arbeit. Tut das weh? Nicht dich erwischt, nein, oder? Soll das so reicht durch diese Kuhle? Boah. Eigentlich brauche ich nur mein Bleirohr. Ich und mein Bleirohr. Nein. Doch. Geht sich aus. Ah ja. Die Faxmaschinen. Worauf sie geschrieben haben. Den Schreibtisch. Ich will den Schreibtisch checken. Checken wir die Reihe. Wenn da nichts drin ist. Dann wird nichts gecheckt. Okay. Passt. Diese Worte. Die Karte kann man auch nicht lesen, glaube ich, in diesem Spiel. Ja, okay. Naja, nicht viel besser. Oh, wirklich.
Was gibt's hier? Es gibt hier was Cooles. Und dann haben sie irgendwelche Rüstungen, solche Orte. So Comicbuch-Rüstungen wie die Krognack-Rüstung. Krognack. Okay, Pistole. Auch den Schrank. Im Anspruch sind sie ja nutzlos. Printing, verdammt, hier gibt's viel. Bis jetzt hat sich nicht ausgezahlt, hier irgendwas zu looten. Pfeil. Alles vergeben, der Pfeil war's wert. Okay, hier geht's Moment. Runter. Ja. Ich muss nur mal kurz. Nix da. Oh wow. Ich brauche nur zwei Schläge. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich liebe Gewalt. Ich brauche. Wer bist du denn? Es ist gut, wieder in Schule zu sein. Danke fürs Spoiler. Der Weg gefährlich. Warte, mit das Geschütz, mit das Geschütz. Ah, jetzt sieht er uns. Hey. Ah, wir sind in den Bossfight reingerannt. Ohne Chris Jericho wäre ich abgehauen. Hammer, Mist, warum nehme ich das mit? Baseballhandschuhe, ich nehme gerade alles mit anscheinend. Aber cool, cool. Deswegen macht Exploring in dem Spiel so Spaß. Dass es dann so coole Sachen gibt. Will ich die übersehen? Passt. Und wie ist sie nicht hochgegangen? Die andere Frage. Ist das Blut? Und wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Wo ist die Tür? Links hinten. Links hinten ist die Tür.
Wir werden es sehen. Oh, anscheinend muss ich runter. Oder so. War ja noch nie, glaube ich. Kommt mir nicht bekannt vor. Gerade rechtzeitig, du jetzt. Schlag zu. Oh. Oh, so mein Kill, okay? Schau mich nicht an. Eindeutig meiner. Hast du nur angeschaut? Ich habe alles Damage gemacht. Alles Damage. Boah, das sind so schwer. Wie viel Platz habe ich denn? Perfekter Schlag. Ich hätte genug Platz, aber. Ne, wir nehmen es. Und geben alles davon. Jericho? Ja, was denn? Muss mir auch eine Liste schreiben von den Sachen, die ich nicht verkaufen sollte. Ja. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ja, stürzen wir uns in die Action. Action, Action, Action. Klimaanlagensteuerung. Vorarbeitertür, okay. Oh, das gibt so viel. Krugnock an. Eine Ameise? Nein. Die Queen in einer Ameise. Okay, okay, cool, cool, cool. Dampfanzeigen gibt es auch noch nicht viele. Vielleicht wie elektrische Leiter. Nur gute Betriebsleiter gibt es nicht. So. Ah, oh, komm schon. Wo komme ich hier rauf? Wahrscheinlich hier, oder? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Da wartet schon wieder vor der Tür. Ich brauche nur zwei Schläge. Blute mich nicht. Mein Kill. Oh. Oh. Ich habe gesagt, ich komme nicht so schnell an den Minigun. Und hier bin ich mit einer Minigun. Oh boy. Ja, der Typ hat Loot. Haben wir Scotch auch verkaufen. Kann ich verkaufen. Daddy Bear. Keine Rüstung hat er gehabt. Mad Johnny Mass. Johnny Mass? Johnny West. Mad Johnny West. Eine Reference. Ein paar Fortnite-Ecks. Nein, zu dumm. Ah ja, warte noch die Spermuni. Kann ich echt Minigun benutzen. Verdammt. Krass. Wie viel Muni der? Oh, das hätte ich fast übersehen. Also leer schießen. Und dann verkaufen. Und davon die. Wie Leben die überhaupt hat. Vielleicht nicht mal ein paar Mile-Alerts zum Testen. Darum geht es hauptsächlich. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Weg rausfinden noch. Der Loot wurde gelootet. Arbeit verreckt, am Schwein.
Muss allen bald passieren. Oh, da ist noch Loot. Sturm und Zigaretten. Man muss alles mitnehmen, was ein bisschen Wert hat, damit ich hier überlebe. Solange ich Stimpacks habe in diesem Spiel, kann ich locker überleben, weil die Stimpacks ja direkt reingehen. In Fallout New Vegas, das ist dann schon das härtere Spiel, um zu überleben. Deswegen wird New Vegas erst danach kommen. Okay, ein langer Weg hinaus. So ein langer Weg hinaus. Dafür glaube ich, habe ich schon fast alles gekillt hier. Das war die Hintergrundgeschichte hinter Mad Johnny West. Warum sind hier so viele Ghoul und Neuer? He's holding the line. Oh. Gimme, 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 gimme. Kommt von der Vicious. Ist alles Heilung? Ist alles Heilung? Ich will nichts mehr lesen. Und durch die Shotgun Money in diesen Schreibtischen. Dies. Und andere gute Ammonie auch anscheinend. Ah ja, schau. Wichtig. Immer schön Schreibtische looten. Man weiß nie, wer eine Waffe drin versteckt hat. Es gibt uns ein Szenario in diesem Spiel, wo man zum Super-Duper-Markt kommt und dort dann Aliens auftauchen und man den Alien-Blaster oder wie die Waffe heißt bekommt. Was ziemlich overpowered ist, das Ding. Dann haben wir die Oasis Ödländer bekommen. Also keine Ahnung, warum wir das um Pech gehabt haben. Oh! Mehr Loot, ich greife zu. Geht das gar nicht. So wie die Minigun Money brauche ich die. Jetzt die Folge ist vorbei, sobald wir hier draußen sind. Verdammt, jetzt kann ich mir wirklich die Meilenzone suchen und das in der nächsten Folge angehen. Ich habe schon lange niemanden mehr umgelegt. Oh, hier ist er. Perfekt, wir getimt. Danke, das ist Jericho. Mach weg. Das hat mich ein bisschen Leben gekostet. Ein Hörnchen, ein Topf. Mal damit. Fleisch und Bohnen. Das ist eine gute Mischung. Vorkriegsgeld. Also zurzeit habe ich das Gefühl, solange nicht wirklich was richtig Fettes auf mich zukommt, dass ich ziemlich gut dastehe in diesem Permadeath Run und es ziemlich weit schaffen könnte. Und ich glaube auch, so weiter man es reinschafft, umso mehr interessant ist es für Leute, die zuschauen. Verdammt! Halt Abstand, Alter. Nein. 2 Meter, 2 Meter. Und haltet keine 2 Meter. Wir sind hier durch. Da waren wir schon. Das ist der Weg wieder rauf. Also gibt es hier nichts Interessantes mehr. Muss ich den ganzen Weg zurückgehen, wie es ausschaut. Map, map. Verwirrt. Ah ja, hier. Okay. Ja, ganzen Weg zurück wieder. Verdammt. Dachte, ich hätte was gehört. Ja, dann waren sie noch nicht wieder die Besten. Schade, dass man nicht raus teleportieren kann. Aus den Heusachen. Beim Tunnel habe ich eine Abzweigung auch übersehen, die ich nicht genommen habe. Die kann ich noch runtergehen. Das war nicht die. Oder? Oder Jungs?
Okay. Mal links halten. Okay, okay. Hier war ich schon. Hier war nichts, hier war nichts. Okay, ich bin richtig. Hier ist auch nichts. Ich glaube, rechts rauf hätte ich gehen müssen, damit ich weiterkomme. Junkfood und Kartoffelchips, das macht Spaß. Das ist sogar eine fette Kugelparty. Die wollen beide mich. Die haben synchron geschlagen. Die sind ernst zu nehmen. Nein, nicht Jericho. Genug Stamina. Da ist ein Google-Kopf weg. Oh, du hässlicher Bastard. Das ist der Weg, den wir noch nicht entlang gegangen sind. Das ist der Weg, den wir gehen müssen dann. Okay. Was haben wir noch? Lego und Bissen haufenweise. Wo ist mein Bleirohr? Lockige Pistole. Pam pam pam. Gute Arbeit, Junge. Gute Arbeit. Es ist gut, wieder im Spiel zu sein. Ich regel das auch hier. Er schleicht sich vorbei hinter mir. Sehr taktisch. Schlage ich nochmal zu. Der Gigant in die Luft. Ah, ich sollte mich nicht über Jericho beschweren. Der Typ carryt mich fett. Fetter Carry. Ich will den Schwachsinn mitgenommen. Die verkaufen sich für gut. Und anscheinend Rösti kann man damit machen. Obwohl ich könnte auch Vance töten und seinen Rusty nehmen. Was haben wir hier? Dietrich! Weiter. Reparieren machen wir voll. Und den Rest schleichen. Schleichen. Jetzt haben wir schon viel zur Auswahl. Nein, brauchen wir noch nicht. Nein, brauchen wir auch noch nicht. Da haben wir viel. Revolver haben wir nicht so viele in der Hand. Die könnten wir fast noch einen weiteren Rang nehmen. Wir haben sehr viel Zweibehandwaffen. Nehmen wir das. Könnte lebenswichtig sein noch. Sind wir auch schon bei 30 Minuten mehr wieder. Eieiei. Nur weil ich den Weg nicht rausfinde. Ledergürtel zum Auspeitschen. Was war das? Kronkorken? Oh ja. Ich muss erstmal herausfinden, dann kann ich die Episode beenden. Weil, was auch immer das sein soll. Es wird immer schwieriger, an gottverdammte Zigaretten zu kommen. Ich habe ein ganzes Lager in meiner Hose. Aber ich gebe dir keine. Und Junkie. Ah klar, alles mit, alles mit. Verdammt, hier gibt es viel. Wie viel Platz habe ich jetzt noch? Nicht mal so viel, dass ich alles mitnehmen kann. Altmetall, wichtigste. Oh, Überloot.
Überloot. Überloot. Hier geht's noch weiter, verdammt. Überloot City. Oh. Verdammt. Ach, total. Wie viel Überloot wollen sie mir denn geben? Anscheinend habe ich hier den Checkpoint. Pinzette und Messer. Okay. Was hier? Bin voll gelootet. Ah, das ist ein anderer Ausgang, wie es ausschaut. Nein, das ist ein Eingang. Verdammt, da war ich gerade. Ah, so gab es doch einen zweiten Weg. Was ist ein Geschützturm? Sobald ich draußen bin, ist die Folge vorbei. Ich lasse nur laufen, falls böse Überraschungen passieren. Wen bei der Talos Kompaniejäger draußen. Okay. Niemand in der Gegend. Perfekt. Dann Folge vorbei. Ich gehe verkaufen. Und dann glaube ich Mylurks killen. Peace out.